Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in meinem neuen Film. Heute möchte ich als hier die Stadt Victoria Falls verlassen und ich fahre bei 150 Kilometer entfernt in den Havanje Nationalpark und da möchte ich euch und mich persönlich überraschen. Und so als letztes möchte ich euch nochmal die Straßen von hier Victoria Falls zeigen. Das sind einfach die Geschäfte von hier, eingerichtet für die Touristen. Überall in dieser ländlichen Gegend sind diese traditionellen Häuser mit Schilf bedeckt. Hier zum Beispiel eins jetzt gerade hinter mir. Ich bin jetzt gerade angekommen in dem Dorf Matesi. Und das hier sind die schönen Häuser hinter mir. Unglaublich schön. Sowas sieht man bei uns nicht. Ich habe immer mir gewünscht, in einem afrikanischen Dorf zu stehen. Und jetzt stehe ich einfach hier und bin einfach begeistert von dieser Landschaft. Man darf nicht vergessen, dass diese Menschen hier einfach mit den wilden Tieren zusammenleben. Und ich muss sagen, zu jeder Zeit kann hier ein wildes Tier zum Beispiel auftauchen. Auf dem Weg zum Havanje Park überquere ich jetzt gerade diese Brücke. Und da ist mir jetzt aufgefallen, diese schöne Landschaft dieses Flusses. Schaut mal her, wie schön der ist. Leute, es geht weiter. Kommt mit! Auf dem Weg durch den afrikanischen Kontinent bin ich jetzt dieser Herde Kühe begegnet. Und die habe ich jetzt einfach durch meine Anwesenheit ein bisschen gestoppt. Aber die werden ganz bestimmt ihr Weg fortsetzen. Hier im Havanje Park habe ich als Tree Lodge Hotel gebucht. Und das ist jetzt 3,5 Kilometer auf diesem Weg durch diesen Wald. Liebe Leute, heute darf ich jetzt euch herzlich begrüßen hier in der Tree Lodge, hier im Havanje Nationalpark in Simbabwe. Hinter mir befindet sich schon das Hotel und das möchte ich euch in den nächsten Minuten zeigen. Nur ich möchte euch noch dazu sagen, es befindet sich einfach in der freien Natur, in einer Lichtung eines Waldes, in dieser afrikanischen Savanne. Eins möchte ich euch sagen, wer hier angekommen ist, der ist hier wie im Paradies. Und das hier ist gleich die Aussicht aus diesem Hotel. Ihr könnt feststellen, dass dieser Bereich als mit Drähten, mit Zäunen umgeben ist. Also das ist als zur Sicherheit, dass die wilden Tiere hier nicht eindringen. Als erstes beim Eintritt haben wir jetzt das Haus mit der Rezeption. Und hier, das ist der Aufenthaltsraum vor der Rezeption. Ich führe euch jetzt weiter durch das Hotel, laufe nach draußen auf den zentralen Platz. Hinter mir befindet sich jetzt ein kleiner Garten, mit diesem satten Grün, mit diesen Pflanzen. Und wenn ich jetzt nach oben drehe, kann man entdecken die Häuschen, die mit Schilf bedeckt sind. Und hier dieses, das ist jetzt die Küche. Und so sieht das von dieser Position aus. Der Essbereich befindet sich auch gleich vor mir. Und da hat man wirklich diesen schönen Blick auf diesen See. Und heute Abend erwarte ich hier viele wilde Tiere. Und ich möchte euch sagen, wir haben noch nicht alles gesehen, sondern hier
sind einfach die Häuschen, in denen einfach die Gäste untergebracht sind. Und in so einem Haus bin ich jetzt auch untergebracht. Das Haus mit der Nummer 5, das gehört jetzt mir. Und da steigen wir jetzt hoch. Also, hoch geht's. Leute, gleich neben diesem Bett gibt es auch ein Badezimmer. Und das ist jetzt getrennt von dem anderen Raum durch dieses grüne Tuch. Wenn ich das jetzt auf Seite ziehe, dann komme ich jetzt hier einfach rein. Hier haben wir eine Dusche, WC und ein Spiegel. Ich befinde mich noch immer in meinem Badezimmer und nicht zu vergessen ist, dass es hier kein Fenster gibt. Hier können die wilden Tiere, also zum Beispiel die Affen, rein und rausgehen. Das ist mal etwas Besonderes. Und von meinem Balkon aus habe ich wirklich jetzt die schöne Sicht auf diesen zentralen Platz mit diesem Swimmingpool und mit der ganzen Anlage. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr schön hier. Also, wenn ihr auch mal es euch erträumt, hier nach Afrika zu kommen, dann kommt einfach hier nach Simbabwe in den Havanje Nationalpark, in diese Tree Lodge. Die meisten Leute würden jetzt denken, oh, der müsste jetzt steinreich sein, weil er diese ganzen Luxussachen hier hat. Und das muss ich jetzt gerade beneinen. Auf einer Seite möchte ich euch sagen, dass diese Hotels hier im Havanje Nationalpark, ja, richtig, zwischen 300 und 400 Euro die Nacht kosten. Ich muss sagen, dieses hier kostet 199 Euro pro Nacht. Aber das habe ich nicht bezahlt. Sondern ich bin ja bei Booking Mitglied. Daher habe ich eine Reduzierung des Preises bekommen und zahle nur 123 Euro für zwei Personen mit Halbpension. Das ist ein gutes Angebot. In diesem Platz hört man die ganze Stille. Man hört jede Fliege, jedes Tier, das hierher kommt. Das ist etwas Einmaliges. Jetzt habe ich es verdient, einfach hier faul rumzuliegen und mal nur die Landschaft anzuschauen, die jetzt vor mir liegt. So, bei dieser herrlichen Landschaft mache ich mir jetzt mal einen Tee, der gerade vor mir ist. Von dieser Position aus, gleich neben dem Zaun, habe ich jetzt den Blick auf die Anlage. Man kann einfach sagen, die Häuser sind ja fast nicht erkennbar hier in diesem Wald. Hier vorne haben wir diesen Aussichtspunkt, an dem ich jetzt meinen Tee getrunken habe. Und danach haben wir jetzt schon die Savanne vor mir. Und insbesondere ist einfach dieser See, an dem ich heute Abend die wilden Tiere erwarte und hier an diesem Zaun sie filmen werde. Die ersten Tiere, die hier auftauchen an diesem schönen See, sind die Affen. Aber die sind ja hier zu Hause, nicht nur hier, sondern überall anzutreffen. Das Einzige, das ich hier in diesem Park kritisieren kann, ist einfach das Internet, das hier nicht richtig funktioniert. Aber einen Tag kann man es ja aushalten, auch in der Wildnis ohne Internet. Ich habe euch noch nicht verraten, dass heute Abend findet hier ein Lagerfeuer statt. Und das wird aber jetzt schon vorbereitet.
Ich kann sagen, das heute wird ein Märchen für mich wahr. Nach diesen schönen Momenten hier bin ich jetzt gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir einfach. Also Leute, ich muss euch sagen, in diesem Moment ist unser Hof voller Affen. Also die sind einfach über den Zaun gesprungen und sind jetzt in unserem Hof. Aber ob ich jetzt einen filmen kann, das ist wieder eine andere Frage. Der Abend ist jetzt eingebrochen und ich warte jetzt noch immer auf die wilden Tiere. Bisher wurde ich nur noch von den Affen überrascht. Etwas anderes habe ich hier noch nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade am Lagerfeuer und wärme mich ein bisschen auf, weil die Nacht bricht jetzt gleich ein und es wird richtig kalt. Und das ist heute Abend, der Sonnenuntergang, hier in meinem Camp. Oben gleich könnt ihr erkennen, dass schon ein Stern leuchtet. Was für ein schönes Gefühl. Und heute Abend mein erster Elefant, der hier ans Becken kommt und einfach Wasser trinkt. Das hier ist ein schönes Gefühl, mal diesen Elefant vor der Kamera zu haben. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin als heute Morgen wieder aufgewacht hier in diesem Häuschen. Ich muss sagen, in dieser Nacht war es wirklich sehr kalt, aber im Bett hat man es als nicht gespürt, da man ja eine Wärmedecke hatte. Was ist noch in dieser Nacht passiert? Ich habe als die wilden Tiere rings ums Haus gehört, so zum Beispiel auch ein Löwe, der von links nach rechts lief und so mich erschreckt hat. Und jetzt geht es einfach zum Frühstück. Hier neben ist schon die Terrasse und der Essbereich mit dem schönen Blick auf den See und auf diese wunderschöne Landschaft und Savanne Afrikas. Mein Frühstück steht schon auf dem Tisch und ich genieße nochmals diese afrikanische Savanne. Man darf nicht vergessen, von überall hat man hier diesen schönen Blick. Es ist einfach ein Hotel, das unvergesslich ist und viel zu bieten hat an Sehenswürdigkeiten, an wilden Tieren, die täglich hier zum Wassertrinken kommen. Also heute Morgen habe ich jetzt nur die Rehe im Blick, aber die anderen Tiere, die kommen ganz bestimmt. Nach der erfolgreichen Erfahrung hier in diesem Camp
ruhe ich jetzt noch ein bisschen aus und genieße einfach diesen Blick auf die Weite der Savanne, auf die wilden Tiere, die jetzt nicht gerade so nahe zu mir sind, dass ich sie filmen kann. Aber ein Genuss ist es trotzdem. Und danach mache ich mich wieder auf den Weg nach draußen, einfach in den Wald, um wieder in die Stadt Victoria Falls. Auf meinem Weg zu Victoria Falls bin ich jetzt gerade in Havanje Stadt. Schaut mal her, wie gepflegt dieser Garten dieser Stadt ist. Ist das nicht herrlich? Und vor mir liegt die erste Kirche hier in Afrika. Also das ist jetzt ein Anblick. In diesem Land habe ich auch noch keine Kirche gesehen. Das ist jetzt ein wirklich schöner Anblick hier in Simbabwe. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, überall auf dieser Welt besuche ich als die Kirchen. Überall sind sie ähnlich. Hier ist mal eine andere Art der Kirche zu betrachten. Also Leute, was sagt ihr zum Abschluss hier auf diese Safari-Fahrt und zu meiner Afrika-Reise gehört sich auch ein anständiges Bild mit einem natürlichen Elefanten. Liebe Leute, ein schönerer Abschnitt als dieser gibt es gar nicht. So wie ich euch jetzt gezeigt habe, befinde ich mich noch immer hier in Afrika auf dieser schönen Reise. Ich hoffe, dass ich euch viele Tipps geben konnte. Und somit wünsche ich euch noch alles Gute. Bis bald wieder. In der nächsten Woche sehen wir uns ganz bestimmt in einem anderen Land. Schaut mir einfach zu. Bis dahin. Ciao.